So, und herzlich willkommen zurück zu Secret of Evermore. Beim letzten Mal sind wir ja in der Welt von Evermore gelandet, nachdem wir aus unserer Stadt aufgebrochen sind und in das Labor gestolpert sind, sozusagen. Und hier rausgekommen sind. In einem kleinen Dschungeldorf. So, wie sieht's denn aus? Kann ich mich hier eigentlich mal irgendwie heilen oder so? Gehe bei den Treibsandfällen nach Osten, um zur Käferstämme zu kommen. Wenn du schlauen Bär dort findest und zurückbringst, werde ich dir helfen. Müsste neue Formeln auswählen. Hab eh nur eine. Nö, Healing ist ja nicht drin. Herzlichen Glückwunsch. So, ich will einfach mal alles looten, was ich finde. Was, glaube ich, gar nicht mal so viel sein dürfte. Hast du irgendwas für mich? Ein schlauer Lego-Hahn, nicht wahr? Er kann lesen, schreiben, rechnen und sogar Schuhplattler tanzen. Ist schön für dich, Kollege. Ich muss auch theoretisch Leute mit dem Hund ansprechen. Was ist mit dir los? Unser eigentlicher Mist, schlauer Bär, ist schon seit Wochen nicht mit seiner Hütte gewesen. Ja, weil er in der Käferstäppe festsitzt. Was mit dir? Die Echsen würden es niemals wagen, in unser Dorf zu kommen. Feuerauge würde sie sofort vertreiben. Nimm dir den Inhalt meiner Körbe und Krüge. Du wirst alles gebrauchen können. Wenn du das sagst. Lehm, Wasser, Wasser. Danke. Nee. So. Ich würde mich gern irgendwo heilen. Besonders den Hund, weil ohne den Hund kann ich ja gar nicht so schnüffeln. Was sehr kacke ist. Oh Gott, ich werde dieses Ringmenü bestimmt noch öfter aus Versehen aufmachen. Rennen kann ich auch noch nicht. Was mit dir? Feueruhr kam vor vielen Jahren zu uns. Es war wie ein Wunder. Sie kam mit einem seltsamen Gerät angeflogen. Angeflogen? Ist die Welt so auch eine Raumstation gewesen? Magst du meine Dornwölfe? Sie heißt Summi. Und wem sie nicht mag, den sticht sie. Pieks. Cool. Im Wald vorne in dem Dorf kann man viele alchemistische Zutaten finden. Aber sei vorsichtig. Er ist dort sehr gefährlich. Ja, solange ich mich eh nicht heilen kann, ist es doch, glaube ich, ziemlich irrelevant. Was ist hier los? Hallo Reisender. Ich habe das beste Geschäft im Dorf. Wie kann ich dir helfen? Einkaufen. Okay, die hat Blätter für 15 Krallen, Elixier für 15 Krallen, Hundekuchen. Was macht Elixier? Gibt es so eine Beschreibung? Elfenstaub. Wozu ist das gut? Für 150 vor allem. Krank. Ich lasse es lieber. Aber auch hier nichts zum Ausruhen. Muss ich jetzt ernsthaft erst einen Hundeknochen verbrauchen? Einfach nur, damit ich mich reviven darf. Oder den Hund reviven darf. Was ist denn mit dir? Vielen Dank, dass du dich um die Raptoren außerhalb des Dorfes gekümmert hast. Hier hast du eine Moose-Weste. Vielen Dank. Moose-Weste. Hier, Kleid. Moose-Weste. Nice. Aber dass ich mich dann nirgendwo heilen kann, das ist schon sehr seltsam. Was geht hier oben ab? Hier komme ich nicht durch. Das wird erst später. So, ob hier nichts ist. Ha, ein Wasser. Nice. Ah, komm schon. Als ob ich mich hier nirgends so heilen kann. Hier vielleicht. Nee. Du siehst müde aus, doch. Nebenan findest du eine Hotelhütte. Ruh dich dort aus. Auch in den Körben und Krügen befinden sich Gegenstände. Du kannst sie ruhig an dich nehmen. Es wird wohl niemand was dagegen haben. Nur wenn du das sagst. Okay, Wasser, bisschen Money. Na, nimmt mal mit. Bisschen Asche, okay. Darf ich mich hier heilen? Wie sieht's aus, Kollege? Grüß Gott. Die hatten schon eine Wurzel, einfach einen Gott. Willkommen in meinem Hotel. Möchtest du für 10 Krallen hier pennen? Für 10 Krallen? Ach komm. Was soll's. Hundekuchen kostet immerhin mehr. Bin ich mir relativ sicher. So, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Spiel speichern. Gute Idee, aber das bringt mir leider relativ wenig zu speichern, weil es ein Emulator ist. So, der Hund ist back. Okay, jetzt soll ich mit dir nochmal das Dorf kurz abschnüffeln. Wie kann ich eigentlich zum Hund wechseln? Das hat man mit Select gemacht. Okay, jetzt bin ich der Hund. Nice.
Aber ich kann nicht rennen, oder? Nee. Spiel sagt leider nein dazu. Okay. Oh, der läuft so dermaßen langsam. Alter. Früher hatte ich auch einen Hund. Er war sehr lecker. Okay. Die Leute mit dem Hund anzusprechen, lohnt sich. Es lohnt sich. Der ist zwar langsam as fuck, aber es lohnt sich. Was guckst du mich so an, Hundchen? Ich hab nichts zu essen für dich. Warum? Hallo, mein Freund. Hunde können ja keine Gegenstände tragen. Aber dein Herrchen sollte sich ein paar Sachen kaufen. Feuerauge hat mich gewarnt, mit fremden Tieren zu sprechen. Mit fremden Tieren aber nur. Darf ich ja mal durch? Ey. Darf ich mir hier vielleicht irgendwo was harzen? Vielleicht bei dir? Wo kommst du denn her? Aus dem Dschungel oder aus dem Sumpf? Beleidigt er mich gerade? Okay, er hat was gefunden. Hier? 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 Wasser, nice. Okay, es gab hier auch eine Art Geheim... Geheimbereich im Dorf. Aber wie kam man da hin? Das ist direkt die nächste Frage. Aber die Leute gehen mir hier massig auf den Sack. Die stehen alle im Weg rum. Was ist denn das? Komm, Hund. Mach hin. Oh, da hat was. Schnüffel weiter. Asche. Nice. Wo war dieser Geheimbereich? War das hier? Hund, Schnüffel. Hier? Soll hier was sein? Eine Wurzel. Wo war dieser Geheimbereich? Ich will ja halbwegs gut vorbereitet in die Käferstöppe gehen. Es wäre auch übelst geil, eigentlich mal rennen zu dürfen. Wie war es? Es war irgendwo hier oben. Ich weiß es doch noch genauer. Oder finde ich wieder irgendwas, oder? Nee. Stimmt einfach random los. Warum nicht? Ach, dude, wo war das? War ich hier schon drin? Steh mir doch nicht im Weg rum. Alter. Kollege. Alchemie bedeutet, Elemente so zu vermischen, dass Magie entsteht. Meine Familie beherrscht die Generation. Je öfter man Magie benutzt, umso wirkungsvoller wird sie. Öl gefunden. Oh, das ist gut. Was haben wir hier? Zwei Wurzeln, Wasser. Ohne Kampfanzug bist du wirklich verloren. Zufällig habe ich was im Sortiment. Hast du? Eine Hippie-Mütze, ein Gemüsearmband, ein Lederhalsband und die Moosweste, die ich schon habe. Geil. Nein, wenn sonst nichts ist. War das hier? Ja, hier war das. Vier Stücke Leben, Hundekuchen und 5-mal Asche. Okay, ich brauche hier irgendwo einen Alchemiehändler. Das wäre ganz stabil, weil ich habe bisher, glaube ich, kaum Öl. Und ohne Öl kann ich meine Zauber nicht casten. Was wiederum ein ganz schönes Problem ist. Okay, das ist aber auch hart nervig, dass die Figur so am Rand des Bildschirms läuft. So, geht es nur mir so. Du vielleicht. Hier. Mein Bruder schlauer Bär ist zur Käferstippe aufgebrochen. Angeblich soll es im Riesenskelett seltene Zutaten für neue Formen geben. Ja, bitte. Okay, Wasser habe ich schon 31 Mal, aber wir brauchen Wachs und Öl. 5-mal für 100! Das ist aber ein teurer Zauber. Tja, aber es wird wohl nicht drum rumkommen, oder? Nee, danke. Das Geld kann ich später noch sinnvoller verballern. Definitiv. Alter, ist das teuer. Was zum Wasser? Sollen wir lieber Öl finden? Los, du bist jetzt ein amerikanischer Wolf, du findest jetzt Öl. Ich glaube an dich. Oh, hier hat er was. Öl, jawohl. Herzlich willkommen im Dschungeldorf. Ja. Oh, da hat noch was. Oder? Nee. Und? Blöd, dass der nicht rennen kann. Hat denn hier keiner was für mich? Kann man dich als Bettvorleger benutzen? Also bitte. Na, wie immer sei. Ich geh einfach mal los. Das hat relativ wenig Sinn, jetzt hier weiter im Dorf zu bleiben.
Hier was? Hund? Ah. Leben. Ah, ich brauche Öl. Ach, na eben, ne? Apropos. Da werde ich gleich mal die Gelegenheit nutzen. Ich müsste doch für Alchemie eigentlich... Wieso zum Teufel habe ich... Hä? Ich müsste doch eigentlich die Feuerwehr ausgerüstet haben. Wieso habe ich das nicht? Da muss ich doch mal kurz ins Feuerauge reden. Feuerauge, was ist da los? Ja, ich weiß schon. Da hört es einfach nicht an. Okay, ich brauche einen Wachs und zwei Öl. Oh, ist das teuer. Ein Wachs, zwei Öl. Öl habe ich ja jetzt immerhin 6, aber naja, gut. Kann ich zweimal casten. Cool. Das bringt mir leider nicht viel, das nur zweimal zu casten. Da wird nicht viel bei rumkommen. Naja. Legen wir erstmal los. Vielleicht brauche ich den Blitz auch erstmal gar nicht. So, müssen wir so natürlich schon wieder Stress. Hund, jawohl. Sehr schön. So, hier irgendwas. Sieht doch schon wieder nach so einer versteckten Areal aus. Das macht das Spiel auch gerne. Nee. Hier gibt es ein bisschen Lehm. Aber es war es auch schon. Hier gibt es noch was. Wasser. Mann, ich brauche Öl und Wachsspiel. Was ist denn da los? Na klar, trifft er uns beide. Hässliches Mistvieh. Wurzel, stabil. Leider immer noch kein Öl. Kein Wachs. Oh ja, Tiefflieder, die kann ich mich gut erinnern. An den habe ich als Kind immer, als ich noch zu dumm für das Spiel war, habe ich immer übelst lang hochgelevelt, weil die Viecher extrem viel EP geben. Und vor allem, weil auch so viele von denen kommen. Wirklich viele von denen kommen. Alter. Ja, der Hund lässt sich miese treffen. Was ist denn da los, Hund? Oh mein Gott. Hundekuchen wird verschwendet. Boah, sind mir die Frames aber hier kurz eingebrochen. Los, Hund, mach Action. Was zum Fick? Ja, stüffel erstmal eine Weile rum. Wurzel, danke. Vergiss es. Der Hund müsste viel doch eigentlich hinrichten, der hat viel höheres Stats. Na klar. Ich greife mich so von hinten an. Oh, Doge erreicht Level 3. Nice. Ich meine, wieder lauert dann noch auf mich. Auf geht's. Hey, Level 4. Nice. Ich glaube, wenn ich dann Stufe 7 erreiche beim ersten Bosskampf, ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Jawohl, der Hund macht den Kill. So, irgendwas Stabiles hier? Nö. Hier? Nö. Das nächste Vieh. Lass es sein. Lass den Hund in Ruhe. Hallo, treffen? Na, hallo. Scheiße. Geben die Viecher eigentlich auch Money, wenn ich einfach nur so töte? Das wäre auch gleich mal was ich abchecken sollte. Verhalten. Oh ja, Verhalten. Wenn ich den Hund spiele, sollte mein Boy hier eher defensiv sein. Ganz ehrlich, kann der Hund auch auf Suchen stellen. So, das.
Gut. Dann sucht er wieder schön für mich die ganze Zeit. Und rennt nicht sinnlos im Kampf rum. Dafür lässt er sich aber stabil treffen. Okay, ich muss so diesen Viechern hier weg. Achso, ich wollte doch gerade eigentlich gucken, befinden, findet man das hier? Krallen, 366, okay. Bring die Kills hier ordentlich Money. 15 pro Kill von so einer Echse. Da kann ich mir eventuell doch noch einen Zauber leisten dann. Lehm, schön. Wenn so eine Echse hier immerhin 15 Money bringt. Ja, ist ja gut. Wie kann der sich treffen lassen? Okay, ich stelle den Hund nicht wieder auf Offensiv. Das kann sich ja keiner antun. Ja. Ich kann ihn ja eh suchen lassen, von daher. Wohl. Komm, Offensiv, alles was geht. So. Hund, du machst es mit Action. Wehe, wenn ich. Gibt's dort irgendwas? Nö. Gehe ich nochmal ins Dorf zurück, nur um Wachs zu kaufen. Ach, Geldverschwendung. Geldverschwendung. Oh ja, die Steppe hier, die macht auch extrem Spaß. RIP. Aber gut, dass ich hier rauskomme. Das wie der Hund aussieht dabei. Wow, das war noch cooler als das Wappen bei Captain Fiction. Captain Fiction. Wie sieht denn das eigentlich aus mit Fenstergestaltung? Genau. Das sieht cool aus. Aber das sieht als extrem Cancer aus. Not gonna lie. Ich glaube, ich lasse es dabei. So, und hier finden wir vielleicht das wichtigste Item im ganzen Spiel. Glaube ich. Warte mal, erstmal ordentlich ausrauben, den Boy. Wasser, Wasser, Lehm. Ich brauche weder Wasser noch Lehm aktuell. So. Du musst sehr schnell sein, um nicht Opfer des Treibsandes zu werden. Du brauchst die Schnelligkeit des Jaguars. Es hört sich besser an, es ähnlich im Sand zu versinken. Der Jago-Ring ist mein Besitz. Er macht dich zum schnellsten Lebewesen dieser Welt. Du hältst ihn gratis, wenn du das für mir kaufst. Wie kann ich dir helfen? Okay, Neck dafür 200 Krallen. Okay, ein Blatt für 20. Oder Hundekuchen für 60. Ich gehe mal mit dem Hundekuchen. Weil ich ja nicht weiß, ob der Hund sich noch umbringen lassen will. Bitte nimm den Jago-Ring als Geschenk an dich. Geil, das wichtigste Item im Spiel, es ist keine Übertreibung. Halte A gedrückt, um zu rennen. Achte auf deine Energie, ein langer Sprint kostet viel Kraft. Okay. Endlich können wir rennen. Alter. So. Kurz wieder schlucken lassen. Und dann ab dafür. Gut, dass die Echsen selber ignoriert. Wir sollten diesen Sandstrudel besser umgehen. Es gibt nichts, was sich mehr heißt als Treibsand zwischen den Zähnen. Wenn es sonst nichts ist. Triff. Jawohl. Hund macht Arbeit. Wurzel. Wie useless. Komm her, Hund. Wie lange braucht er? Lass dich nicht treffen. Junge. Die Hitboxen von den Viechern sind schon teilweise echt seltsam. Und? Sehr schön. Doge Reit Level 4. Wunderbar. Eine Asche. Natürlich sieht hier kein Wachs und kein Öl rum. Es wäre zu einfach. Oh, hier sind aber viele Strudel. Irgendwas von Bedeutung hier. Ah, such, such, such. Hier. Ach, du gehst direkt durch die Echse los. Na komm. Nee! Oh.
Auch eine Option. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Die Sandstrudel nerven langsam. Tch. Nice. Bin ich hier wirklich sicher? Komm, Hund, Angriff. Nice. Na, was findet der? Nichts. Komm, Hund, Dunlock, jetzt. Gut so. Asche. Die mir absolut nichts bringt. Ey, eine Wurzel, die mir nichts bringt. Zumindest noch nicht. Wurzeln wären noch wichtig, aber für jetzt wäre halt das um einiges stabiler. Irgendwie. Ich muss mir angewöhnen zu rennen. Für jetzt wäre es irgendwie stabil, den Hitzeblitz zu bekommen. Oder Zutaten dafür, sag mal so. Ey, 4 Kristalle, die mir gerade nichts bringen. Wahnsinn. Okay, was geht hier oben ab? Ich kann mich gar nicht an das Areal hier erinnern. Hier liegen auch überall Zutaten rum. Das werden wir jetzt auch jedes Mal bei dem ersten Besuch in dem Gebiet machen. Ey, Wachs. Immer erstmal alles absuchen. Ob es irgendwo was gibt. Weil je mehr Zutaten ich finde, umso weniger muss ich einkaufen. Je weniger ich einkaufe, umso besser. Zutaten sind später auch teuer genug. Glaube ich zumindest. Hier? Hund, wo schnüffelst du hin? Ich verstehe es nicht. Eine Asche. Dafür hat es sich doch gleich gelohnt. Nicht. Ey, endlich getroffen. Viel nichts. So, was hier drin? Ein Blatt. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück. Was geht hier ab? Hä? Wasser. Ernsthaft, für ein Stück Wasser kommt man hierher zurück? Das ist doch nur eine Ausrede, damit die Gegner respawnen. Was anderes ist es doch nicht. Naja, was soll's. Ein bisschen Zwangsleveln. Ich mach's einfach mal mit. So, wie lange geht der Spaß noch weiter? Nö, hier ist Feierabend. Lässt du gefälligst meinen Hund in Ruhe. Cool. Absolut cool. Lauf, lauf, lauf. Und der Hund lässt sich wieder treffen. Und nochmal. Jawohl. Konnte ich doch mal treffen. Jawohl. Guter Hund. Ach. Kein Kommentar diesmal vom Helden hier. Wild. Ach, das war die Käferstippe. Naja, der echte. Na, der Zielort kommt ja eigentlich erst noch. Aber das werden wir nicht mehr die Folge erleben, sondern erst nächste Folge. Also, bis zum nächsten Part, wenn wir den schlauen Bär einen Schritt näher kommen. Und schaut, ob uns wirklich helfen kann. Bis zum nächsten Part und bis dahin.